Hallo zusammen. Ich hatte ja eigentlich gestern gedacht, mit meinem Wochenvideo Ihnen alle Informationen erstmal geben zu können und habe gedacht, das Thema Corona können wir diese Woche mal aussparen. Aber viele von Ihnen werden auch bemerkt haben, dass wir gestern und auch im heutigen Tage noch vermehrt positiv Covid-Infizierte reinbekommen haben in der Statistik. Und da möchte ich Sie ganz kurz natürlich auch darüber informieren, wo letztendlich die Ursache auch ist. Manche von Ihnen werden mitbekommen haben, dass wir natürlich in St. Bernhardin, was auch im Gebiet des Kreises Wesel zwar liegt, positive Fälle haben, wovon aber auch Personen entsprechend in Geldern wohnen. Zum einen ist es da ursächlich her und zum anderen haben wir aber auch einen Betrieb in Geldern, wo sich mehrere Menschen infiziert haben. Und es passiert dann meistens Folgendes, die gehen wir in ihre Familien und kurze Zeit später stellen wir dann auch dort fest, dass diese Personen positiv getestet werden. Dadurch haben wir verstärkt in den letzten 2 Tagen einen Anstieg der Fallzahlen. Auch heute werden entsprechende Fallzahlen dazukommen. Wir liegen bei den aktiven Infizierten jetzt im Moment bei 70. Sie können sich aber darauf verlassen, dass es einen absolut intensiven Kontakt mit dem Kreisgesundheitsamt des Kreises Kleve gibt. Alle Maßnahmen sind entsprechend abgesprochen worden, auch mit dem Betrieb. Es sind diverse Vereinbarungen getroffen worden, um das Geschehen entsprechend auch einzugrenzen. Es zeigt letztendlich aber auch, wie ansteckend der Virus weiterhin ist. Ob es sich um die sogenannte Mutante handelt, also britischer Art oder anderer Art, können wir Ihnen heute noch nicht sagen. Das Kreisgesundheitsamt prüft entsprechend und wir würden Sie dann im Nachgang nochmal darüber informieren. Vielleicht zum Schluss was Positives zu dem Thema. Das Gute ist, dass wir im Kreis Kleve es geschafft haben, insgesamt, ich gucke mal ganz kurz in meine Unterlagen, 6.000 Impfungen in den Einrichtungen durchzuführen. Das heißt, wir haben über 85% der Menschen, die dort leben, schon geimpft. Und das ist das erste Mal und selbst die Zweitimpfung ist schon bei über 50%. Das, denke ich mal, ist ein ganz gutes Zeichen auch. Und gleichzeitig haben wir über 1.000 Mitarbeitende in den Krankenhäusern schon impfen können. Und weitere 1.000 sind schon entsprechend in den Listen drin. Das heißt, wir kommen auch bei diesen Personengruppen, die besonders gefährdet sind, entsprechend gut weiter. Und in der Videokonferenz vom letzten Donnerstag, von gestern, ist auch mitgeteilt worden, dass auch bei der Impfstofflieferung jetzt Mitte Februar wesentlich mehr erwartet wird und der nächste Schub kommt dann auch. Und das heißt, es ist da doch ein Lichtblick zu erkennen. In diesem Sinne Ihnen noch ein gutes Wochenende. Alles Gute.